Anschließend noch jeder Gruppen. Ist der Lob bei Grund zugleich die Preisverteilung, das wissen die Jugendschiedlergruppen Leute eh schon. Die Kinder sollten sich da bereit machen und umgehen. Und die Startnummer 26, der Simon, haut sich schon runter, ich werde halt der Karte rein ins Ziel. Bravo! Und eine fehlerfreie Vorsicht. 14.39 ist die Startnummer 27, den Schweizer Marcel. Der ist aus Au. Erich. Hi! Ja. Er holt überhaupt das Licht erst so früh, wenn er eine Hucke zu machen. Und ich habe nämlich 7 Euro. Und raus oben bis zum Feld. Das war der 40, mein Doktor. Was haben wir für Zeit? 17.03 für den Schweizer Marcel aus Au. Der nächste ist der Puntigam, der Bamminger David aus Bad Gulsern, Ronsau 9. Und der hat natürlich ein Rennfahrer geholt. Bevor ich mir das anschaue, Testwort, Stecken eingehaut. Bravo! Startnummer 29 ist der nächste, das ist der Kevin Zahler aus der Grillgasse in Bad Gulsern. Bodischi, Entschuldigung. Ja, da stimmt. Schau mal, der Tischler mit deinem Zwechthammer, mit deinem Opfer. Stimmt, oder? Und der Loch durch. Eine Freude. Startnummer 30 ist der nächste. Das ist der Laurin Leitner aus Bad Gulsern Grillgasse. Da hat der Grillgassen, Bad Ischl, Bad Gulsern. Wir sind aber alle gewärmt, wir haben so viele Grillgassen dabei. Ja, der hat ein paar Kopfprobleme, weil er auch da ist. Aber wir freuen uns, wenn du das stößt. 14.14. Zweiter Platz. Das ist bis jetzt der zweite Platz. Schilcher Ludwig, Startnummer 31 ist der nächste. Ist ein Größer aus der Mordstraße. Und der macht nur die ideale Kampflinie. Schiebmüll hat ja herunter, weil die meisten haben so. Und ja, der Brenner hat natürlich mit Oberschein gelacht, schon in Zügel. Das ist auch schon ein Konditionszug. Nummer 32, der Nikolaus Kain, ist der nächste Sportler, was sie anhaut. Und das ist der jüngste Teilnehmer bei dem männlichen, bei dem Burma. Ja. 25.12.2008. Er ist zwar der jüngste, aber sicher nicht der langsamste, wie der Oberfritz. Bravo! Bravo! 15.63. Bravo, Nikolaus! Das ist der Robin Heischberger aus Stampfer. Ja, der gibt mir ein wenig, der wird mir ein wenig anstarten. Und jetzt geht er in den Kopf. Dann fliegt einer da, Polisch. 13.75 ist die Zeit für den Rubin. Das ist der Leonhard Lana aus Weißenbach. Das ist ganz das andere Ende, das muss so gut sein. Oh Gott, das ist... Aber die Mama hilft schon. Und geht schon wieder weiter. Mit den Händen aber ein wenig ausgerieren. Und jetzt hat sie nur mal einen kleinen Hund da. Aber das sind die Hände vorher wieder auf und vorher wieder weiter. Publikum hat also ein wenig anfangen, jetzt haben wir es weitergehen. Bravo! Ja, es ist bei den Kindern genau wie bei den Erwachsenen. Oft waren wir auf der Trainingsleistung, wir müssen so genau umsitzen. Bravo! Bravo! Startnummer 35, der Leimer Lukas aus Herntl. Das ist jetzt ein Bärlinger von der Sonnenseite. Schauen wir, wie die da oben flitzen. Bravo! Flitzt einer! Mit einem wirklichen Loch ins Gesicht. Wenn man ins Gesicht schaut, das ist ja witzig. Hat aber 36, der Marcel aus Bad Gulsern, E 67. Ja, er nähert sich schon dem Ziel. Mit einer sehr guten Fahrt. Bravo! Super! Als nächstes der Sebastian Wiedner aus Neckow-Grahefuch. Hoffentlich auch kein Problem da mit den Witterungsverhältnissen. Dann ja, ich soll das ohne gewohnt um. Und den glaube ich schon begrüßt. Jawohl, Startnummer 37 nähert sich dem Ziel. Gute Fahrt. Gabi, begrüße auf dem Mikrofon. Danke. Klar.
Ja. Cardio. Bravo. 16 Minuten. So, und als nächstes haben wir den Kirchschlager Fabian. Ja. Start Nummer 38, der Kirchschlager Fabian aus Nasen 103. Er legt sich auf die Tour. Jawohl, aber da sind die Brüderfischen angehalten, glaube ich. Da ist was schon gut ausgehört. Start Nummer 39. Start Nummer 39, Reiterer Marco. Bravo, im Ziel. Was ist das? Meine Vorherrschaft. Nein, es ist. Ich hab noch gut gebraucht. So, Start Nummer 40, Urstücker Felix. Start Nummer 40, Urstücker Felix. Aus Schwanz 134. Bravo Felix. 13.02. Jetzt kommt der Hakenberg Joris aus Bad Gusern, Praxlik 6. Achso, ja. Das ist immer gut. Ja, aber... Wir warten am Start. Servus. Das ist wurscht, ja. Die fahren am 41. Jawohl, der gibt noch ordentlich Gas da im Zielbereich. Bravo. Bravo. Start Nummer 2, wie ist jetzt? Ja, der Fabian. Jetzt kommt quasi. Das ist aber schon gleich. Hallo Fabian! Fabian, jetzt zieht! Bravo, ein super Wort! Auch von Fabian! Alles weg! Hans-René befindet sich im Stadthaus, gibt ordentlich Gas vom Stadtweg. Ja, sehe da glaube ich eine super Fahrt. Nimmt die Stecken unter die Achsel und nähert sich dein Ziel. Bravo! So, und jetzt haben wir den letzten aus der Jugend bis 6 Jahre, männliche Jugend bis 6 Jahre, der Kretschmer Patrick aus Bad Gusern, Reiter 130. Er fällt sich im Stadthaus. Und haut sich auf die Strecke. Auch da stehen die Ohren vielleicht nicht ganz strömungsgünstig ab vom Helm. Müssen wir mit Papperin, müssen wir mal strömungsgut machen, Julia. Ja, bravo! Bravo! Ja, damit haben wir mit der Kinderklasse, mit den Jüngsten, die ins Rennen beendet.